Und herzlich willkommen zum Landwirtschaft Simulator Community Server auf der MiGMAP, auf der ersten richtigen Folge. Die letzten waren ja alle vom Livestream und heute ist dabei der Leberwursch, der Florian, der Wolfi, der Battlekiller, der Ludi der, und der Tim. Ja, mir wurde gerade gekickt. Ja. Achso, der Musikbot, ja, habe ich eh aus. Egal. Scheiße, gut, ich wollte gerade nochmal eben Wasser holen für die Tiere. Und in der einen Woche hat sich jetzt auch schon einiges getan. Wir haben mittlerweile schon etwas größere Schlepper. Ich werde das gleich alles mal zeigen. Wir haben einen neuen Drescher, zwei neue Drescher ja eigentlich sogar. Zweimal den Klaas Mega mit 6,6 Meter, der eigentlich schon ganz ordentlich ist. Ja, das geht auch vorwärts. Hatte der GTA eigentlich Kabinensound? Ich glaube nicht. Ja. Ich weiß nur, dass beim GTH die Kamera sehr weit oben ist. Ja, man sitzt irgendwie so, dass man vor das Dach guckt. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Aber sonst finde ich den eigentlich immer noch ganz gut. Das war ja einer der ersten Mods, die damals kamen. Ja. Aber hat sich irgendwie doch noch immer ganz gut gehalten, finde ich. So für Start war der echt gut. Ja, auf jeden Fall. Da ist er nicht verkehrt. Echt sind die auch nicht so verkehrt. Ja, im Endeffekt wären sie halt eigentlich ganz cool für generell halt für die Kuhwiese, dass man damit sich auch so ein bisschen ballen oder sowas macht. Aber dann müsste man schauen, ja, auf dem. Für den Wald? Ja. Ja, kann man eigentlich auch ganz gut machen. Und da kann er halt vorne das gespaltete Holz direkt reinstapeln. Der vorne Ups. Die Ladefläche und dann kann er es direkt reinstapeln. Ist schon echt gut. Was mir gerade einfällt, ich weiß nicht, gestern war ja, oder für die Leute wird es dann vorgestern schon sein, am Freitag gab es wieder den nächsten Schwung Updates zu den Fahrzeugen vom LS15. Ich weiß nicht, habt ihr da reingeschaut? Es gibt ein Auto. Ja. Ja, aber das sieht leider etwas hässlich aus, muss ich sagen. Ja, der sieht aus wie aus dem LS14 vom Handy, genau die Grafikkarte. Das finde ich jetzt auch recht unnötig. Das Auto, weiß nicht, ich finde das Auto an sich ist eine gute Idee, weil damit kann man dann einfach mal irgendwie zügiger lange Strecken zurücklegen, aber an sich fand ich, auf dem kleinen Bild sah das und Auto schon miserabel aus. Und du hast ein vernünftiges Fahrzeug für die Tankfässer. Ja, okay, aber ich sehe dann den Truck mehr so dafür, halt und zu gucken, wenn man weitere Strecken zurücklegt und sowas, was ich Eier verkaufen könnte man damit auch machen. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber man könnte auch gut gucken, ob was gedüngt ist und so weiter, diese Geschichten. Was ich auch echt cool finde, ist dieser Stepa Forstwagen. Also der Wagen. Sieht schon echt nice aus auf dem Bild her. Ja, der Ladewagen und dann gab es ja jetzt doch die Legomaschine. Ich hatte ja schon Angst, dass die Bäume wirklich nur platzierbar werden, aber jetzt ist damit klar, dass man die auch wohl richtig legen kann. Und das ist schon mal relativ nice. Beziehungsweise legen ist ja falsch, setzen heißt es ja eigentlich. Was ich mir noch vorstellen kann. Kann mir sogar vorstellen, dass sie sich bei BM Modding das 3D-Modell geholt haben. Oder den kompletten Mod einfach. Ich glaube, das ist der komplette Mod. Battle und wer fährt den anderen? Harry, könnt ihr mal gleich mal eine Reihe nebeneinander herfahren? Ich glaube, das wird auch sowas wie eine Baumschule oder sowas auf der neuen Map geben, wo man sich die Setzlinge kaufen also muss. Auf der skandinavischen gab es sowas nicht. Weil ich bin da auch, auf der Gamescom bin ich da auch hergefahren. Ich habe dann, ich war dann halt auch auf der Gamescom, hab mir das dann alles angeguckt. So richtig umhauen tut sie mich auch nicht. Ja, ich muss sagen, die Karten, weiß nicht, hoffentlich ändern sie sich noch ein bisschen. Ich fand sie jetzt nicht so der Knüller, aber das... Ich hätte so eine richtig hügelige Map gehabt. Aber was ich schon mal mit dem Ponzen in den Wald gehst und du dann richtig steile Stücke arbeitest. Aber was ich schon mal cool finde, es gibt eine Palettengabel für den Radlader. Ja. Und auch eine für Ballen. Ballen für Bäume. Für Stämme, ja. Ja, das ist ja einer der Sinne eigentlich von dem Radlader, dass du die Bäume verladen kannst.
Ja. Und hast du den zweiten Höhlimann schon gesehen? Nein, habe ich nicht. Man, das, den das einen Höhlimann, das war ja dieser. Ach doch, das war ein etwas größerer, ne? Ja, der war so neuerer. Knallgrün, eher so ein helleres Grün. Du so denkst, wenn du das erste Mal siehst und nicht der Name dazu denkst. Handy geht. Das ist ein Fendt. Ja. Ich habe das erste Mal gedacht, das ist ein Fendt, weil ich habe es jetzt auf Facebook gesehen. Die Bilder waren ja auch cool, dadurch ist es ja jetzt auch klar, es kommt noch ein New Holland raus. Mit Ketten hinten, genau. Mhm. Der T8 nochmal mit Ketten. Oder ist es wirklich, dass man die Reifen wechseln kann? Wie vom BM-Modding mit dem MB-Truck? Das wäre natürlich mega bombastisch. Das wäre also schon richtig das geil. Das wäre richtig cool. Tim, hängst du bei den hinteren Hänger ab? Hast du eigentlich schon den neuen Deutz gesehen? Welchen? Gibt jetzt den AcroStar 661. Also, der da habe ich mir. Sieht ein bisschen aus wie ein DX. Meinst du den wir hier im Spiel haben, oder was? Nee. Der ist ein Akku, das ist schon. Der ist größer. Das ist so ein. Ach, ich kann es dir gerade nicht beschreiben. Ich zeig's dir nachher mal. Okay. Das ist bin mal gespannt. Halt ein AcroStar. Der ist halt noch richtig eckig. Und ein alter. Der ist, stimmt schon, und Baujahr find, das ist 1900. Also auf den freue ich mich richtig. Und auf den Höhlimann. Weil die sehen richtig geil aus, meiner Leber? Meinung nach. Leber? Hast du das Video gesehen, was ich dir geschickt habe über Deutz? Ich finde es halt gerade am Anfang interessant, wenn du diese etwas älteren Schlepper, die aber gar nicht so schlecht sind von der PS-Leistung her, hast. Ja. Weil dann kannst du einfach ohne High-End-Maschinen erstmal halbwegs vernünftige Sämaschinen und so weiter ziehen mit so einem Hürlimann oder mit einem Bürrer. Weil der Bürrer, der wird ja auch wieder übernommen und das finde ich auch richtig cool, weil der Bürrer. Eine Marke? Nein, Bürrer gibt es wirklich. Kenne ich irgendwie nicht. Einzige, was erfunden ist Lizard. Ja, das soweit weiß ich. Weiß. Der AcroStar ist von 1990 bis 1995 gebaut worden. Vielleicht, ja. Im Agrarsimulator, ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch den mal getestet hat, da heißen die Maschinen ja nicht Gecko, die heißen nicht Lizard, sondern Gecko. Das ist ja irgendwie so eine Anspielung darauf, dass die halt bei Giants immer Lizard heißen. Und er hat 140 PS, der Deutz. Das reicht, ja. Allradantrieb. Also es ist ein. Wer fährt den anderen Drescher? Ein relativ alter Deutz, aber dafür dann schon alter mit relativ viel Leistung. Ja, ich sag mal 150 PS oder sowas um den Dreh. Damit kann man dann auch vielleicht schon mal eine 6 Meter Kurzscheibenegge oder sowas. Ja. Ohne dass man jetzt für 150, 200.000 einen nagelneuen Schlepper holt. Er hat Neupreis in der Grundausstattung 151.000 D-Mark gekostet. Ja. So einen hatte mein Vater, glaube ich, auch mal. Als der noch Forstwirtschaft betrieben hatte, da hatte der, glaube ich, auch einen AcroStar 661. Oder es war ein DX, ich weiß es nicht mehr genau. Wolfi, sollen wir nur noch das Stück hier zwischen häckseln, also was jetzt noch zwischen uns beiden ist, und dann das große von den Dreschern dreschen lassen? Ach stimmt, wir können ja Mais jetzt auch dreschen, ja, würde ich eigentlich sagen. Hä, ne? Wir haben kein Schnittwerk dafür. Ja, das kostet doch nicht viel, oder? Ach, wir machen noch ein bisschen. Und ja, was aber nicht das ganze Feld hier, weil es ist ein bisschen groß. Na und doch, was auch jetzt halt noch vorgestellt worden ist, ist der größere Schneidebäckswagen. Das ist der originale. Genauso wie der jetzige. Genau der derselbe. Größere Schneidewerkswagen? Ja, okay. Der bin ist mal genau derselbe wie der jetzige, nur. Nur halt von der. Lizenziert. Was? Der ist neu. Ein Einachserladewagen. Schneidewerkswagen. Ja, den ganz kleinen. Ja, aber und ich find's mal gut, dass man nicht diesen kleinen Deutz kaufen muss, sich am Anfang, sondern mal ein New Holland oder. Dass man nicht nur Deutz als Mähdrescher hat. Ich gehe ja auch immer noch wirklich davon aus, dass die wirklich diese ganz kleinen Oldtimer komplett rauslassen, diese Sachen mit dem Kramer. Und wirklich dann am Start wahrscheinlich mit Bürrer anfangen. Ja, den und Sambo, Osselwe, also diesen kleinen Kramer Drescher. Am Anfang war nur eine Geldquelle für mich. Ich habe die alle vier direkt verkauft. Ja. War bei mir auch so. Weil das ist auch sinnlos, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber der Kramer kann außer dem Emsland genau gar nichts ziehen. Weil, wenn du da den 3 Meter grubber dranhängst, dann geht der vorne hoch. Und das ist der kleinste. Finde ich aber ganz
cool als Startfahrzeug. Der hat mir irgendwie immer am Anfang gefallen. Es gab noch eine Sache außer der Emsland, diese kleine Sämaschine da. Ja. Ganz kleine, die man am Anfang meistens direkt verkauft und sich die D9, da geht der aber auch schon fast. Da kippelt der auch schon. Ich hab mir direkt am Anfang habe ich die G9 verkauft und mir die wahrscheinlich die 3. Horsch oder so. Die 3. Horsch noch nicht, weil ich noch nicht genug Geld am Anfang dafür hatte, habe ich mir direkt die D3000 super geholt. Weil die D1 ist ein bisschen. D9. Aber wahrscheinlich wird als Startfahrzeug auch noch dieser Brand, ne, dieser kleine Kipper sein. Der Einachser da, ne? So, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass man mit einem etwas größeren Hof startet. Hans, was ist denn am fertig, Anfang ne? Dass man am Anfang diesen Willimann bekommt, den Deutz? Ich gehe davon aus, dass das Ganze relativ, also wenn ich mir die Höfe auf der Karte angeguckt habe, ich fand die jetzt nicht so besonders. Ich glaube fast, dass es sein kann, dass sie sich das frei halten wollen sozusagen und dass die dieses Mal deutlich mehr platzierbare Hallen reinnehmen, sodass man sich den Hof dann selber optimieren kann. Gut, kannst du gleich mal den ausleeren. Zwei oder drei Gebäude hättest und dann könntest du deinen Hof selber zusammenbasteln. Ja. Ohne was. Halt Ludi, können wir gleich mal tauschen. Eigentlich, das ist so krass, ne? In weniger als 40 Tagen ist LS15 draußen. Nee, ich glaube, die werden wirklich den kleinen Brand mehr als Startfahrzeug nehmen. Ja, aber welchen Mähdrescher wollen die als Startfahrzeug nehmen? Den Sampo bestimmt, weil der hat nur 4,5 Meter oder sowas. Hallo, ist schon größer als der jetzige. Also wenn wir noch 10.000 machen, können wir noch ein Maisschneidwerke holen. Danke. Nein. Du müsstest hier gleich mal zwei Hänger wegfahren, die stehen schon zwei. Nicht noch mehr Kredit. Ja, schenken die direkt hintereinander. Nein, wenn wir verdienen, habe ich gesagt. Ach, da hinten steht, glaube ich, noch ein Leerer. Ja, wir müssen ja auch eigentlich mal das Geld wieder zurückzahlen, was wir uns ausgeliehen haben. Deshalb erstmal nicht, würde ich sagen. Es gibt ein Autohausbrand. Wolfi, sag mir Bescheid, ob der hinten leer ist, ne? Ja, also hinter mir ist doch einer, da habe ich noch einen vollen. Ja, wieder schon weiter. Also, wenn man Brandner googelt, kommt man auf die eine Hauptseite und da gibt es einmal die Baumaschine und dann einmal. Achso, speichern. Ich hab nicht gespeichert. War wahrscheinlich Autospeicher. Ja. Ich stell schon mal den nächsten. Und dann musst du auch noch zu einem Autohaus branden. Ne? Autohaus? Ja. Wie? Also die. Doch noch nicht. Boah. Ja, ich find's ein bisschen schade, bei dem Brandner kommt ja wohl nur dieser eine Einachskipper, der kleine. Ich glaube, da kam noch irgendeiner, hab ich gesehen. Nein, sonst wird er ja stehen. Nein, aktuell noch nicht. Ja, auf jeden Fall die beste Firma, die es im Moment in LS15 gibt. Coming soon. Ja, obwohl es gibt über 40 Marken und im Moment sind bekannt 37. Also viel Überraschung kommt jetzt dann doch nicht mehr. Drei Stück noch. Ich denke mal, Deutz wird sich. Oder Deutz Fahr ist ja jetzt auch schon gewesen, ne? Stimmt. Aber ja, alle ich glaube, da kommt noch ein paar Fahrzeuge, noch ein oder zwei. Ja. Aber die haben ja mit dem Titanium angezeigt, dass die gute Ausladetexturen und so machen können. Ja. So Partikelsysteme im Titanium on sind wirklich mega geil. Die also Titanium-Sachen und auch die Animation, ich weiß nicht, der ein oder andere hat vielleicht das Lindner DLC. Ja, habe ich. Ja. Wenn ihr euch da mal die Animation vom Gülle Auflieger oder vom Mistauflieger anguckt, die sind richtig gut. Achso, ja. Am Güllefass gibt es aber jetzt auch für in Berge reinzuspritzen. Nur, was bringt einem das in LS eigentlich? Es gibt kein Feld, was steil, ein Steilhang ist, oder? Doch, gibt genug Maps mit Steilhängen. Ja, also, aber das ist nur die Feld. Es werden wahrscheinlich noch drei Fahrzeuge vorgestellt, drei Marken vorgestellt. Drei Marken. Ja, wenn sie über 40 schreiben, haben sie wahrscheinlich 41. Also ich schätze mal, bei Deutz kommen im Ende haben die drei Modelle, schätze ich mal. Deutz hat doch auf Agritechnica dieses Jahr auch einen Schwung. Oder war die letztes Jahr, kann das sein? Die Agritechnica war, glaube ich, letztes Jahr. Boah, schon ewig her. Doch, jetzt Patrick. Ja. 2014 war die letzte. Ne, 2013, oder? Ich weiß es gar auch nicht. Stell dir mit dem großen Klass Mega. Oder doch, dieses Jahr war einer. Ich meine, irgendwann im April war die, glaube ich. Ja. Mit dem großen Klasse. Und 2013 hatten die da sogar einen Stand von LS, da hatten die sogar so eine John Deere Kabine. Ja, aber da das war wahrscheinlich. Oder vom Stand von John Deere, da hatten die eine Kabine von einem. Die haben aber da extra gebaute John Deere nur für diesen Aufstelldings da gehabt, ne? Und aber die Grubbern, die Textur vom Grubbern und die Spiegel an der Seite waren schon nice. Aber was. Was sie da vorgestellt hatten, wo man drin spielen konnte in der Runde LS, das war ja mal mega nice. Meinte ich doch gerade. Ich meine eigentlich nur bei Deutz. Es gibt ja auch durchaus
mittlerweile doch schon eine Generation, bald zwei Generationen neuer als die im LS15. Ja. Es lol, gibt ich kann gerade fahren, um den Motor zu starten. Ist das edel. Geräuschlos fahren. Und ohne Spritverbrauch. Auf jeden Fall, es gibt ja auch so ein paar, die relativ gut oder ich sag mal moderner aussehen. Und ich denke mal, dass 3-4 Deutz da auf jeden Fall noch kommen werden. Guten einfach Spaß, damit sie auch die Fahrzeugvielfalt hochhalten können. Ey, mein Dretscher haut ab. Nur heute guten Spartsprit, indem er mit einem ausgeschalteten Motor fährt. Ja, aber weißt du, was ich noch mache? Warte. 15 Minuten den Part beenden. Oh. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ab heute denke ich mal, wenn ich es hinkriege, wieder täglich Community-Server folgen. Und ja, wir sehen uns. Ciao.